Thematik heute, liebe Leute. Ja, es geht heute einmal um eine Ex-Zurück-Strategie, die wirklich funktioniert. Müssen wir mal gucken, klopfen wir mal ab. Und es geht ferner um das Thema, wenn man natürlich lernen will, wie so eine erfüllte Beziehung, langfristige Beziehung aussieht, damit einem so etwas wie eine Trennung ganz einfach nicht noch einmal passiert. Ja, herzlich willkommen bei F&M TV. Ja, Thema heute, ich habe es gerade andeuten lassen, wir haben uns im Internet mal wieder umgesehen und diesmal sind wir auf ein Video gestoßen, das ist von Emanuel Erk. Und da gucken wir mal, was er so spricht, was er so sagt, ob diese Ex-Zurück-Strategie, die da wirklich funktioniert, auch wirklich funktioniert, was ist stimmig, was haut nicht so hin. Wir werden das Video aus Zeitgründen in einerfacher Geschwindigkeit hier mit abspulen. Kann man auf jeden Fall verstehen. Die Quelle, den Link zu der Quelle, den findet ihr halt unten in der Beschreibung. Ja, dann steigen wir doch gleich mal ein und gucken uns mal an. Willkommen hier zum Beispiel. Was uns da Emanuel hier zu sagen hat. Wie du deinen Ex zurückbekommst. Wenn du dieses Video gerade siehst, sehnst du dich wahrscheinlich sehr nach deinem früheren Partner zurück und fragst dich, wie kriege ich ihn wieder? Falls du jetzt aber ein Video möchtest, wo du irgendwelche Tipps und Tricks und irgendwelche Manipulationstechniken oder wie lange du dich bei ihm nicht melden musst und was du dann schreiben musst, um irgendwie wieder zurückzubekommen, dann ist das Video definitiv das Falsche für dich. Aber darüber werde ich in diesem Video nicht sprechen. Wenn du aber wissen willst, wie du eine wirklich erfüllte Beziehung zu deinem Ex-Partner, aber auch vielleicht eventuell zu jemand anderem führen kannst, wie dir das eben nicht nochmal passiert, dann bleib definitiv. Wofür brauche ich das dann noch? Das verstehe ich irgendwo jetzt nicht ganz. Weil der Titel des Videos ist ja Ex zurück, diese Strategie funktioniert wirklich. Und die Aussage Ex zurück, diese Strategie funktioniert wirklich, die setzt ja hier voraus, dass man hier etwas zu sehen bekommt, womit man ja eben den Ex hier zurückbekommt. Und funktioniert wirklich, also ich erfasse das gerade so, ich nehme das so wahr, mit diesem funktioniert wirklich wird ja eigentlich unterstrichen, dass sich diese Strategie hier jetzt von allen Strategien ja abgrenzt. Also so wie ich das hier verstanden habe. Man möge mich unten in der Kommentarleiste korrigieren. Ich lerne selber gerne neu dazu. Und ich meine, es geht ja schon mal praktisch, also für mich jetzt einmal damit los, dass dieses Gesagte in diesem Video mit dem zuvor versprochenen in der Titelbeschreibung ganz einfach in dem Titel hier ganz einfach hier nicht übereinstimmt. Und wenn du lernen willst, wie du eine erfüllte Beziehung zu deinem Partner führst, damit dir das nicht nochmal passiert. Das ist ja Persönlichkeitsentwicklung. Das ist doch was völlig anderes. Und dafür reicht doch niemals ein Video aus. Und ich meine, Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja ein weitreichender, langwieriger Prozess. Und das geht ja auch sehr langsam. Außerdem habe ich ja das Video angeklickt, weil ja hier ich YouTube-Suche eingebe, Ex zurück, gute Strategie. Und dann wird mir das hier praktisch dann angezeigt. Und dann erfahre ich hier gar nichts über diese Strategie, sondern wie man eben hier lernen kann, eine erfüllte Beziehung zu dem Partner dazu führen, damit einem das ja nicht nochmal passiert. Aber genau das brauche ich doch. Diese Tipps und diese Techniken hier in diesem strategischen Part jetzt praktisch. Ich meine, ich muss doch hier wissen, wie lange sollte eigentlich so eine Kontaktsperre denn dauern? Wie eröffne ich eigentlich richtig? Du, pass auf, der andere hat jetzt nächste Woche Geburtstag. Was könnte man da machen? Sich ein bisschen Inspiration da ganz einfach holen. Wie lange sollte eigentlich so ein Telefongespräch mit dem Ex wirklich maximal gehen? Ich meine, wir Menschen, wir sind doch sozialpsychologische interaktive Lebewesen. Und ich meine, hier wird ja dieser Begriff Verführung sozusagen, also diese Kommunikation, dieses Geben, dieses Hinspielen hier auf den anderen und dieses Zurückspielen hier, das wird ja hier mit Manipulation ja hier dämonisiert. Aber da gut, da sage ich später dann nochmal was dazu. Jetzt schauen wir uns erst einmal an, was er uns hier noch zu sagen hat. Die erste Frage, die ich dir stellen würde, ist, warum möchtest du deinen Partner zurück? Ist es, weil du eigentlich, nicht das Oberflächliche, natürlich im ersten Moment, weil ich ihn liebe oder weil ich ihn vermisse. Nein, aber frag dich jetzt mal tiefer, welche Ängste stecken denn dahinter? Hast du vielleicht Angst, allein zu bleiben? Hast du Angst, dass er eine neue kennenlernt, eine bessere kennenlernt? Hast du Angst, dass du niemand Besseres findest? Hast du Angst, dass du nicht mehr eine Beziehung haben wirst, die an die letzte rankommt? Versuch mal wirklich in dich reinzuführen. Welche Angst steckt eigentlich nach dieser riesen Sehnsucht, den Partner zurückzubekommen?
Denn was wir immer wieder vergessen, wir trennen uns nicht, weil die Beziehung so toll war. Ja, das heißt, wenn ihr an diesem Punkt schon seid, dass ihr euch getrennt habt, dann gab es viele Herausforderungen in der Partnerschaft. Und wenn du verlassen wurdest eventuell, ja, dann war gerade dein Partner nicht sehr glücklich in der Beziehung. Aber oftmals ist dann der andere in dieser Position, dass er so dem anderen hinterherläuft und trotzdem die Beziehung will. Und ich möchte dich deswegen fragen, warst du wirklich glücklich in der Beziehung? Weil wenn man mal tiefer reingeht, ich arbeite auch viel mit Frauen zusammen, die eben verlassen wurden, und wenn ich sie mal tiefer frage, stellt sich auf einmal heraus, dass sie eigentlich auch nicht wirklich glücklich in der Beziehung waren, dass sie eigentlich auch nicht wirklich erfüllt waren in der Beziehung, aber sie wussten sich halt nicht anders zu helfen. Sie wussten nicht, wie kriegen wir das denn jetzt hin, und haben sich irgendwie damit zufrieden gegeben, wie es ist, und fanden die Vorstellung, allein zu sein, viel, viel schlimmer als eine Beziehung, die vielleicht nicht ganz so optimal ist. Also eine Trennung kann jetzt entweder absolut endgültig sein oder so wie in den meisten Fällen, ist da noch Potenzial. Weil wir uns oft nicht trennen, weil wir ja den anderen nicht mehr lieben, oder, ne, sondern das, wir trennen uns meistens aus Verzweiflung. Einfach, weil wir nicht wissen, wie es besser werden soll. Man streitet sich vielleicht die ganze Zeit, oder man eckt immer wieder an den gleichen Punkten an und kommt dann einfach zum Schluss, jo, das passt dann wohl einfach nicht. Ja? Und dann trennen wir uns. Aber aus meiner ganzen Beziehungsarbeit kann ich dir sagen, dass in seltensten Fällen geht es darum, dass Menschen nicht zusammenpassen. Sondern es ist meistens immer, dass Menschen nicht mehr bereit sind, zusammen weiterzuarbeiten. Dass es ihnen einfach zu anstrengend wird in der Beziehung. Oder sie halt einfach nicht wissen, was soll ich jetzt konkret tun? Weil keiner uns beigebracht hat, wie funktionieren Beziehungen? Wie arbeitet man denn an Beziehungen? Wie arbeitet man denn an sich? Also gehen wir dann einfach den Weg der Hilflosigkeit, und der ist immer weg, raus aus der Beziehung. Das heißt, schau erstmal darauf, ist da überhaupt noch irgendwie ein Potenzial in der Beziehung, oder ist es wirklich endgültig gekappt? Vielleicht hat ja dein Partner sogar schon eine neue oder einen neuen. Dann ist in meinen Augen sehr, sehr wichtig. Also damit hat er recht. Also so Fragen jetzt hier wie am Anfang, die sollte man sich in der Tat wirklich stellen. Das stimmt. Besonders gut gefällt mir das jetzt hier mit dieser erlernten Hilflosigkeit. Weil, das stimmt schon, viele Menschen, die, das kann ich bestätigen, die wissen ja auch gar nicht, wie man so eine langfristige, so eine erfüllte Beziehung ja überhaupt ganz einfach auch führt. Beim Löwenanteil, da geht es ja schon damit los, dass das irgendwann einmal damit anfängt, wo dieser Austausch von Zärtlichkeiten ganz einfach endet. Wo dann er oder sie da sagt, du Schatzi, wir laufen gar nicht mehr so Händchen halten rum, wir haben uns gar nicht mehr so im Arm, wir schlafen nicht mehr miteinander und so. Und dann kommt dann einfach dieses Argument, dieses typische Mainstream-Argument um die Ecke, ja, bei uns ist doch dieser Alltag ganz einfach reingekommen. Die Aussage, ja, bei uns ist doch dieser Alltag reingekommen, damit drückt ja sie sich selber ihm, ja, und der Beziehung, ja, schon mal so ein langweilig Stempel ganz einfach auf. Was mich hier allerdings gerade heftig mobbt, das ist dieser ewige Kaugummi da, mit diesem einfach an der Beziehung müsst ihr arbeiten. Das Argument, man müsse an der Beziehung arbeiten, das stimmt in vielen Fällen ja überhaupt nicht. Genau so wie er das jetzt auch gesagt hat, daher kannst du das jetzt auch nicht verallgemeinern. Manchmal ist es ganz einfach ein beschissenes Match, also so die beschissene Partnerwahl ganz einfach. Ich habe es ja auch hier im Coaching immer wieder auch bei Frauen zu tun, bei denen hast du es ja jetzt recht häufig, wo ich da hier, wenn ich schon dabei bin, hier das Gehirn gerade zu biegen, wo es ganz einfach auch wirklich mal darum geht, dass diese Frauen auch mal aufhören, ständig diese Arschlöcher in ihr Leben hineinzuziehen. Das hat schon seinen Grund, warum die das da haben. Oder bei Männern fällt mir das zum Beispiel auch wahnsinnig oft auf. Bei den Männern ist es meistens so, dass die schon in der Datingline, also beziehungsweise sogar schon vorher bei der Partnersuche, bei der Partnerwahl, wenn sie sich da mit der oder mit dieser Frau treffen, da immer so eine Angst hier mit hineinfließt. Es könnte jetzt hier nichts mehr Besseres kommen. Und ich meine, wenn du mit dieser Einstellung schon ins Match hineingehst, dann ist ja diese Gefahr ja schon größer, dass du ganz einfach einen Menschen hier an Land ziehst, der selber gar nicht weiß, wie man überhaupt eine langfristige und eine erfüllte Beziehung ganz einfach zu führen hat. Ich meine, ich kenne es ja selber. Ich habe ja auch schon mal so eine fette Drama-Queen da an der Hand gehabt. Und ich war im Gespräch, ich stand unter der Dusche, ich war gerade beim Motorradfahren, ich konnte halt nicht ans Telefon gehen. Da habe ich halt zurückgerufen und da ging die eiskalt nicht ran. Nicht, weil sie gerade beschäftigt war, sondern aus Rache. Boah, du bist jetzt nicht ans Telefon gegangen. Dafür gehe ich jetzt auch nicht. Ich habe dir dann den ganzen Tag nicht mehr erreicht. Und lauter solche Kitten, da gab es permanent Streit. Immer Drama, immer Theater. Und ich meine, ich kenne es auch anders. Ich habe wohl mit der Saps damals im Urlaub war, das weiß ich auch, genau so eine Situation auch. Und wir haben halt immer Englisch gesprochen, es waren kaum Deutsche in dem Hotel da draußen, so ein deutsches Pärchen da, die haben nicht gewusst, dass wir aus Deutschland sind. Und da saß man im Frühstück und ich saß so mit der, wir haben uns immer so in den Händen gehalten, haben uns geküsst, haben wir geredet, haben wir gegessen, getrunken. Und da habe ich gegenüber beobachtet, so dieses Pärchen so aus dem Augenwinkel immer raus, wie er das bei uns beobachtet hat und seine Freundin hier doch ständig hier mit ihrem Telefon beschäftigt war. Und
Dann hast ich weiß nicht genau, was da gesprochen worden ist, aber es hatte mit ich habe ein bisschen was vernommen, wo er sich dann praktisch so mehr oder weniger da beschwert hat, du, pass auf, ich finde das nicht mehr gut, wir fassen uns gar nicht mehr an, bla 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 und so. Und hat dann uns so als Beispiel da schau mal rüber so genommen. Und dann weiß ich, da hat sie sich so unauffällig so rübergelebt und dann kam's. Da hat sie zu dem Typen gesagt, ja du, wie lange sind die zusammen? Die sind ja frisch verliebt, etc. pp. Die sind ja bestimmt nicht schon seit eineinhalb Jahren zusammen, so wie wir. Da ist ja doch gerade der Alltag da drin. Und dann hat er, der hat das dann so hingenommen, hat dann so seinen Kaffee getrunken und hat dann auch so zum Handy gegriffen. Das war's. Er hat das ohne zu hinterfragen akzeptiert, was er vom Mainstream, von der Bravo, von Disney und so weiter reingetrommelt bekommen hat. Seine Freundin ihm gesagt hat, hat er einfach hingenommen. Und nur nebenbei, zu diesem Zeitpunkt war ich mit der Sabrina schon seit 2 Jahren zusammen. Und ich habe das auch vor kurzem auch auf einer Party auch gehabt. Da waren auch mehrere Pärchen ganz einfach da. Wir sitzen da, wir haben uns halt immer im Arm, wir küssen uns und wir reden so mit den Leuten. Und da war dieser Typ da, der saß da, wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Da kommt plötzlich seine Freundin dazu, setzt sich da so hin. Und von den Leuten da hat sich keiner so angefasst oder so. Und da sagt sie, mei, das ist ja schön, dass ihr so frisch verliebtes Paar mal wieder zu sehen und so weiter. Wie lang seid ihr schon zusammen? Und 2,5 Jahre. Und da waren sie alle entsetzt. Du hast richtig gesehen, wie bei denen all das Gesicht runtergeflogen ist. Gefreut hat sich, ich bin mir sicher, die haben es uns nicht geneidet, aber gefreut hat sich darüber auch großartig niemand. Die haben in dem Moment einen heftigen Realitätscheck gekriegt, was eben dieses Thema hier betrifft mit diesem Beziehungsalltag. Dieses hier miteinander zusammenpassen beziehungsweise aneinander arbeiten. Manche Menschen, die passen ganz einfach nicht zusammen, haben wahrscheinlich auch nie zusammengepasst. Das ist nochmal, dass du nochmal prüfst, ob für dich alles ausgesprochen ist in der Beziehung. Und falls nicht, dann würde ich dir auf jeden Fall nochmal ein Gespräch empfehlen. Dass ihr nochmal alles ausspricht. Aber kein Gespräch, wo man sagt, ja komm, wir schauen mal, ob das nochmal funktioniert, sondern einfach mal darüber zu reden. Ja, was lief eigentlich falsch? Was hättest du dir eigentlich anders gewünscht? Ja? Welche Bedürfnisse habe ich vielleicht bei dir nicht erfüllt? Und genauso das andersrum sagen zu dürfen. Dem anderen mal vielleicht dann zu erzählen, ja, ehrlich gesagt, so glücklich war ich auch nicht in der Beziehung. Das und das hat mir vielleicht auch nicht gepasst. Ja? Denn es gibt eigentlich so eine Trennungsphase. Erstmal, was ist denn? Also, das ist so dieser Klassiker. Darüber könnte ich ein ganzes Video vordrehen. Das ist so dieser Mythos mit dieser offenen Kommunikation. Wenn eine Beziehung auseinandergeht, wird dabei immer, dieses Feminine, was muss im Internet scheinen, da hast du, Foren sind voll von sowas, da wird immer dieses feminine, genozentrische Aspekt da mit dieser Kommunikation wird da hier ausgeleuchtet. Und das ist das ja, dass Frauen immer alles auskommunizieren. Und das wird dann 1:1 hier ins Maskuline übertragen. Und das ist ja absoluter Bullshit, weil in der Datingline, wo du dich damals mit dieser Frau getroffen und verabredet hast, in die Beziehung hier reingekommen bist, da hast du ja auch mit ihr kommuniziert, oder nicht? Da hast du ja auch hier mit ihr gesprochen, hast du mit ihr geredet. Also in vielen Fällen, da liegt es gar nicht einmal an der Kommunikation. Das sind ganz andere Gründe aufgetreten, ja teilweise Wochen oder Monate davor schon, warum das auseinandergegangen ist. Leonardo da Vinci, damals in der Medizin, da ist man auch hergegangen und hat den Mann immer so als Standardgeschlecht dann praktisch hergenommen. Irgendwelche Gelenke sind kaputt, irgendwelche Organe sind erkrankt, irgendwelche Nervenbahnen und so weiter. Und dann hat man diese Erkenntnisse, hat man ganz einfach auf den ganzen Menschen als solches ganz einfach übertragen. Bis man natürlich dann irgendwann einmal festgestellt hat, dass man die gleiche Logik, also in dem Fall körperlich, ja nicht auf die Frau auch übertragen kann. Weil Frauen, die haben ja ganz andere Gelenksgrößen, die haben ja ganz andere Knochen, die ist ja viel feiner, die haben ganz andere Körperfunktionen und. Ja, das hat man halt dann damals erkannt und hat dann hier verstanden, dass man das ganz einfach individuell machen muss, dass man hier das geschlechtlich auch anpassen muss, weil Mann und Frau, die sind ja nicht exakt gleich, die sind ja hier auch nicht exakt identisch, die haben halt auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und andersherum, so wie der das hier in diesem Schritt hier anwendet, da wird ja die Evolutionspsychologie komplett verleugnet. Weil offene Kommunikation, das ist ja so dieses klassische Feminine. Deswegen haut das ja hier auch mit diesen ganzen Paartherapien auch nicht so wirklich hin. Weil ja hier ja oberflächlich hier angekratzt, oberflächlich hier auskommuniziert wird, was dem einen so gefallen hat und was dem anderen eben nicht so gefallen hat. Aber die wirklichen Ursachen einer Trennung, die findest du ja nie vollständig in der Kommunikation heraus. Aufschreiben, ganz wichtig jetzt. Wichtig, merken, eine Trennung ist immer eine emotionale Entscheidung, die logisch rein rationalisiert wird.
Das ist wahnsinnig wichtig. Ja, Trennung ist immer emotionale Entscheidung, die ins Logische rein rationalisiert wird. Da kannst du 1000 gute Gründe aufbringen, warum ihr beiden immer noch zusammenpasst und immer noch ein gutes Paar abgibt. Er oder sie wird 1004 Gründe finden, warum es ihm nicht mehr so ist. Und selbst wenn er oder sie ein Argument draus hat, das absolut schwachsinnig ist, das du gleich aushebeln kannst, ja, der wird sich in Windeseile wieder einen anderen Grund für die Trennung ganz einfach hin rationalisieren. Und selbst wenn es am Ende heißen mag, ja, aber trotzdem. Und da hilft es auch nicht, den ganzen Schmuh hier da offen auszukommunizieren und das Ganze kommunikativ herauszuarbeiten. Weil der Partner ist ja der Partner und nicht der Psychotherapeut. Und da muss ich ja auch kurz einmal auf so frühere, oder, ja genau, nehmen wir doch auch mal meine jetzige Beziehung zum Beispiel. Nehmen wir doch mal meine jetzige Verlobte zum Beispiel. Ich meine, wir beide, wir verstehen uns super. Wir harmonieren. Die meisten, natürlich, sicher streiten wir auch mal. So ist es nicht, aber wir kanickeln regelmäßig. Eigentlich ist alles fett chillig. Also ich muss hier praktisch hier nicht immer hier jeden Dreck hier offen auskommunizieren. Ich muss sie ständig an ihr herumarbeiten. Ich muss sie nicht ständig arbeiten. Ich muss sie nicht immer Arsch aufreißen, immer alles auskommunizieren, ihr immer entgegenkommen, hier Abstriche da und so weiter und so fort, Kompromisse. Ich meine, ich halte mich an die Gesetze der Verführung und an die Regeln von Mutter Natur. Mehr ist es nicht. Und jeder hat in der Partnerschaft auch sein partnerliches Eigenleben und zieht ganz einfach auch hier, unabhängig von dem anderen, ganz einfach auch mal sein Ding durch. Und ich meine, da passt ja auch alles. Da läuft es doch wie von selber. Weil diese ganzen Beziehungsabläufe, das sind ja unterbewusste Prozesse, die 24/7 am Laufen sind. Und nicht diese Einzelereignisse, nicht solche Einzelereignisse, die man da hier logisch auskommunizieren muss. Ja, gucken wir mal weiter. Nichts, was das schwerer macht, als diese Unklarheiten, wenn einem vor allem noch so viel auf der Seele brennt. Falls du jetzt vielleicht sagst, ja, aber mein Partner möchte nicht mehr mit mir reden, dann empfehle ich dir immer, schreib einen Brief. Schreib einen Brief, wo du nochmal alle deine Gedanken aufschreibst, alles rauslässt, was irgendwie noch in dir schlummert, was du irgendwie nochmal loswerden willst. Und dann, wenn du einen Brief geschrieben hast, kannst du dann nochmal überlegen, möchte ich den überhaupt abschicken. Oftmals ist es halt einfach so, wir schreiben das Ganze runter und dann spüren wir schon die Erleichterung und haben gar nicht das Bedürfnis, das abzuschicken. Aber wenn du das Bedürfnis hast, kannst du natürlich deinem Partner auch gerne diesen Brief schicken. Der andere Punkt ist, fang jetzt bloß nicht an. Einspruch, euer Jan. Was ist damals passiert, wo ich im ersten Jahr, wo ich Ex zurückgemacht habe, auch immer so diese Brieftaktiken hier verwendet habe? Was ist damals passiert? Was ist dabei rausgekommen? Was ist damals passiert, als ich als junger Bursche damals noch an irgendwelche Exen solche Briefe geschrieben habe? Was ist da passiert? Oder was ist passiert, als ich solche Briefe ganz einfach hier bekommen habe? Was ist passiert? Richtig, gar nichts ist passiert. Gar nichts ist dabei rausgekommen. Was ist passiert, als ich das letzte Mal, wo ich so einen Brief gekriegt habe, das war eine Lehrerin aus Wien, das war so eine Fernbeziehung, die ging auch nicht recht lange. Ich habe den Brief im Briefkasten gehabt. Ich schwöre auf das Grab meiner Eltern. Ich habe gesehen, dass der von ihr war. Bin rübergegangen in die grüne, ich habe den noch nicht mal in die Wohnung mit hochgenommen. Bin in die grüne Tonne gegangen und habe den weggeworfen. Ich habe nie gelesen, was da drin stand. Weil ich A, keinen Bock hatte, mit dieser ganzen scheiß Rechtfertigung für die Scheiße, die sie gebaut hat, überhaupt reinzuziehen, weil ich keinen Bock hatte auf diese emotionale Sitzestunde, die mich da jetzt erwarten würde, und B, weil in diesem Brief mit absoluter Sicherheit nichts drinnen gestanden wäre, was meine emotionale Entscheidung, meinen unterbewussten Entschluss zur Trennung irgendwie rückgängig gemacht hätte. Ich meine, alleine die Existenz von so einem Brief schon, nur die Existenz, ich spreche jetzt nur von der Existenz, die signalisiert ja dieses Unattraktive, dieses Reizlose, dieses Beta, diese abstoßende Bedürftigkeit. Und das ist ja absolut unsexy, das ist doch absolut unattraktiv. Und wenn jetzt da zum Beispiel durch eine Kontaktsperre zwischenzeitlich so ein bisschen Mystery, ein bisschen Neugierde und so etwas, ein bisschen Attraction hier geweckt hat, ein bisschen Re-Attract hier aufgebaut hat, dann killt ja genau dieser Move hier, das bisschen Anziehung, das jetzt durch so eine wochenlange KS und durch Riddle ganz einfach aufgebaut worden ist. Hier wird praktisch angeraten, seinen ganzen emotionalen Ballast völlig unreflektiert auf Papier zu tragen und das dem anderen auch noch zuzuschicken. Das ist doch das Dümmste, was man machen kann. Und unreflektiert schon einmal. Deswegen, ich erlebe das hier drin ja auch so wahnsinnig oft, das ist der Hammer. Wenn ich so viel mit Menschen rede, schreibe, spreche und so weiter, wie sie davon reden, wie sie sich selbst reflektiert hätten. Dabei, das habe ich, ich lasse mal kurz ein Video von mir hier einblenden, Link oben in der Beschreibung, Infobox mal gucken oder vielleicht hauen es die Jungs am Ende des Videos ganz einfach mal rein. Das ist dieses Video, wo ich das mit diesem Johari-Fenster ganz einfach erkläre. Dass kein Mensch auf der Welt sich wirklich zu 100% selbst reflektieren kann.
Das geht überhaupt nicht. Das ist unmöglich. Und es ist auch durch das Internet hier eines über Persönlichkeitsentwicklung weit verbreitetsten Lügen hier überhaupt. Das kann ich da gleich schon mal versprechen. Und selbst wenn du da hier einen Brief hier an den oder die Ex da ganz einfach schreibst und den nicht abschickst, da programmierst du ja selber deine Unterbewusstsein Zeile für Zeile ein, wie sehr du eigentlich den anderen brauchst, um hier glücklich zu sein. Wie sehr du deinen Ex, einen anderen Menschen hier brauchst, um hier wieder vollständig, um hier wieder du selbst zu sein. Dabei war ja der Mensch, also du, beziehungsweise deine frühere Version ja von dir, ja auch ein Mensch, der auch ohne den Ex völlig klar, gut klarkommt, ist ja ohne andere Leute ganz einfach Tag für Tag glücklich und zufrieden hier sein Leben beschritten. Und genau deswegen warst ja du unter anderem auch ja hier für diesen Ex ja damals auch so attraktiv. Deswegen ist ja dieser Mensch, dieser Mann, diese Frau ja überhaupt erst hier in dein Leben hier eingetreten, hat dann angefangen mit dir eine Beziehung hier mit dir praktisch stattzuführen. Und damit hier, damit schreibst du ja so eine Bankrotterklärung hier an dich selbst, wo du dir ein Mindset hier einprogrammierst, was dich zwangsläufig gegenüber anderen Menschen, Freunden, Bekannten ganz einfach unattraktiv erscheinen lässt. Und da gehört übrigens deine Ex da auch dazu. Und da hast schon, das sage ich da ganz ehrlich, da hast du schon verloren, bevor du da in den nächsten Tagen und Wochen dann zu deiner Ex schiebst. Da hast du schon verloren, bevor du da überhaupt hingehst. Weil da hast du schon testamentarisch hier schon fast so ein negatives Mindset hier reingebaut, das dann bei der Ausführung dann, also im späteren Verlauf, wenn es ja an die Exekutive geht, genau den gegenteiligen Effekt hier von Ex zurück erreichen wird. Anzuklammern und zu betteln. Das ist mit das Schlimmste, was du machen kannst. Bitte, 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 nimm mich wieder zurück. Bitte, ich tue alles. Ich verändere mich. Ich mache jenes. Das bringt nichts. Und es ist in den meisten Fällen auch eine Lüge, ehrlich gesagt. Weil, wenn so eine kurze Zeit nach der Trennung vergangen ist, wirst du kein neuer Mensch sein in der Beziehung. Unrealistisch. Das ist auch nicht schlimm, ja? Das heißt, nimm dir erstmal Zeit für dich. Und gib deinem Partner auch den Abstand. Ja? Nehmt euch Zeit für euch selbst. Und davor haben wir dann in den meisten Fällen Angst. Weil wenn wir in dieser Zeit, die wir dann für uns selbst haben, auf einmal kommen dann eben all diese Gefühle hoch. Diese ganzen Gedanken, diese ganzen Ängste. Oh, vielleicht trifft er sich jetzt gerade mit einer anderen. Vielleicht liebt er mich nicht mehr. Vielleicht wird das nie was. Vielleicht bleibe ich alleine. Und dieses ganze Gedankenkarussell. Diese ganzen Gefühle, diese Traurigkeit, diese Ängste. Alles, was so wie aus einem Vulkan in uns hochkommt. Aber das brauchst du jetzt erstmal. Genau das auszuhalten. Genau diese Sachen zuzulassen. Aber jetzt das Wichtige. Verliere dich nicht darin. Das ist wie ein Teufelskreis, der dich einfach nur nach unten zieht. Und du kannst dich natürlich tausendmal verrückt machen, was der andere jetzt gerade tut, was in dem anderen gerade vorgeht. Du weißt es letztendlich nicht. Du weißt es einfach nicht. Das heißt, klar gibt es die ersten Tage, ist das da, es darf dann auch da sein, aber dann kommt der Punkt, wo du einen Strich setzt. Wo du als allererstes dich als Priorität nimmst und schaust, was passiert in mir? Wie fühle ich mich jetzt? Und dann anfängst, dich neu auszurichten. Dich eben nicht in diese Angst zu verlieren, ja? Sondern versuche dann dir die Zeit zu nehmen, mal auf die Beziehung zu schauen. Und wirklich zu analysieren, was lief gut in der Beziehung, was lief nicht in der Beziehung. Und besonders dich selbst mal zu analysieren, zu schauen, okay, was habe ich eigentlich gut gemacht in der Beziehung und vielleicht gab es da bestimmte Punkte, wo ich mich hätte anders verhalten können. Ja? Dass ich vielleicht von meinem Partner verlangt habe, dass er mir diese Bestätigung gibt, dass er mir die Anerkennung gibt, dass er mir die Liebe gibt, die ich vielleicht oftmals mir selbst nicht gebe. Denn das ist auch ganz häufig in Beziehungen. Wir stülpen dann dem anderen so eine Last auf, von wegen, lieb mich, weil ich kann selbst nicht, ja, dass andere darunter zusammenbricht und dann eben die Flucht ergreift. Ja? Aber vielleicht war es auch derjenige, der sich nicht richtig eingelassen hat. Ja, wo du gemerkt hast, ja, vielleicht hätte ich mir doch mehr Zeit für meinen Partner nehmen können. Vielleicht hätte ich ihn doch zu einer größeren Priorität in meinem Leben machen können. Vielleicht habe ich ihn doch für zu selbstverständlich genommen. Nimm diesen Raum und schau auf deine Beziehung. Und das andere, was ich dir jetzt sagen will, ist, was los? Lass nimm diesen Raum auf, schau auf deine Beziehung. Ja, das ist ja gar nicht einmal so blöd, was du da sagst. Im Großen und Ganzen. Und da hat er sogar recht. Nur würde ich das Ganze nie so verallgemeinert halten. Ich meine, ich habe das ja vorher schon mit dieser Drama-Queen, mit der ich damals zusammen war, für längere Zeit. Damit habe ich das schon verdeutlicht, wie die da nicht ans Handy da gegangen ist, nur weil ich vorher nicht konnte. Da ständig Tragödien, immer Unglück, immer Streitereien. Ich meine, wenn das Matchgame hier ja schon so scheiße ist, oder beziehungsweise in dem Fall, wenn man Beziehung hatte, scheiße war, und du dann so eine Toxic Bitch da an der Backe hattest, mit der du, gemeinsames und erfülltes, langfristiges Leben ganz einfach absolut einfach nicht möglich war, dann bist du doch nicht für das Scheitern der Beziehung verantwortlich. Also, sich da dann Gedanken machen, was hätte ich jetzt anders machen können, was hätte ich tun können, um jetzt wieder, das ist die komplett falsche Selbstprogrammierung. Das ist die komplett falsche Selbstprogrammierung, also hier wieder negatives Mindset, weil da investierst ja du schon wieder Zeit und Energie wegen einem Menschen, der gar nicht zu dir passt. Der mit Sicherheit auch nicht zu dir gepasst hat, weil die eine, die war ja auch, die war ultra hübsch, war ja die. Die war ja richtig, richtig schön, diese Frau. Bloß die war halt, mein Gott, im Schädel war scheiße aus dem Rumpel aus Holz. Und das kriegst du ja erst in 2, 3, 4 Wochen. Ich war ja auch bloß 6 Wochen mit der zusammen.
Und da habe ich die alte ganze Zeit rausgeschmissen. Also genau das Gegenteil ist hier der Fall. Und zwar kannst du vor Glück reden. Du kannst auf den Tisch springen hier vor Freude, dass du so einen rostigen, verschissenen, dass du so eine rostige, verschissene Fregatte hier nicht mehr in deinem Hafen stehen hast. Also raus aufs Meer und versenken das Ding. Luftjagen, schwachen Schrottmanns damit, anzünden. Und nicht hier noch hier negativ denken und sich hier negativ programmieren. Ah, was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Ich meine, schau her, es muss ja nicht immer an einem selber liegen. Weißt? Erstmal los von einer Beziehung. Und das fühlt sich dann so an, als ob wir uns quasi am letzten Strohhalm festhalten. Und wenn wir den loslassen, ja, dann gibt es den freien Fall ins Nichts. Aber wenn du etwas wirklich liebst und wenn du etwas wirklich möchtest, musst du es zuerst loslassen. Klingt jetzt so ein bisschen widersprüchlich, aber immer wieder, wenn wir etwas festhalten, ist das meistens nicht gut. Weil wir blockieren damit so ein bisschen den Fluss des Lebens, den Prozess des Lebens. Weil wir wissen letztendlich nicht, ob diese Beziehung, dieser Mann, diese Frau für uns jetzt genau der Richtige oder die Richtige ist. Ob das genau der Richtige oder der richtige Schritt für uns als Nächstes ist. Sondern wir haben halt einfach oft unseren eigenen Verstand, der sagt, ja, aber ich will das jetzt genau so, nur so bin ich glücklich. Ja? Aber ist das wirklich so? Schau mal auf dein vergangenes Leben. Es gab wahrscheinlich schon einige Beziehungen, die vielleicht zu Bruch gegangen sind. War das immer schlecht? War das immer ein Fehler? Oder ist es, wenn wir zurückblickst, oftmals genau vielleicht das Beste, was dir zu diesem Zeitpunkt passieren konnte, egal wie schmerzhaft das war. Und so verhält es sich auch mit dieser Beziehung. Das fühlst du vielleicht nicht heute, das fühlst du vielleicht nicht morgen, aber es wird der Punkt kommen. Je mehr du loslässt von dem Ganzen, umso mehr hast du Raum für dich. Und das ist der nächste Punkt. Nutze die Zeit für Me-Time, nenne ich das immer. Zeit für dich selbst. Tu das, was dir gut tut. Und damit meine ich nicht, verdränge deine ganzen Gefühle und geh feiern und geh trinken oder was weiß ich. Das meine ich bloß nicht, sondern schau, was dir gut tut. Vielleicht wolltest du schon immer einen neuen Job anfangen. Vielleicht willst du mehr Zeit, willst du mehr Sport machen. Vielleicht wolltest du dich gesünder ernähren. Vielleicht wolltest du mehr lesen. Vielleicht wolltest du mehr wieder mit deinen Freunden machen. Nimm dir diese Zeit. Tu dir etwas Gutes. Schau, was kannst du machen, damit du dich voll fühlst, indem du dich gefüllt fühlst. Der nächste Tipp, den ich dir gebe, ist wohl der wichtigste von allen. Richte dich jeden Tag neu aus. Das, was ich damit meine, ist halt, ne, das Bild dazu ist natürlich sehr schön von einem Schiff, ja, was jeden Tag seinen Kurs prüft. Was wir aber gerade in so einer schweren Zeit machen, ist, dass wir jeden Tag aufwachen und dann kommen wir sofort diese ganzen Gefühle wieder hoch, die Ängste, die Traurigkeit und wir verlieren uns eben in diesem negativen Gedankenkarussell. Aber was du jetzt genau in dieser Zeit lernen darfst, ist es, dich neu auszurichten. Dich auszurichten in Dankbarkeit, in Liebe, in Freude. Das ist oft alles viel leichter gesagt als getan, ich weiß. Aber gerade die Dankbarkeit ist noch das Einfachste davon. Das heißt, sich in Dankbarkeit ausrichten bedeutet, jeden Morgen sich die Zeit zu nehmen und zu schauen, wofür bin ich eigentlich gerade dankbar in meinem Leben? Meine Familie, meine Freunde, meine Gesundheit, mein was auch immer. Ja? Allein, dass du dieses Video schauen kannst, bedeutet, du hast zwei Augen, die funktionieren. Du hast Ohren, die funktionieren. Weißt du, wie viele Menschen es gibt, die das nicht haben? Das heißt, egal vor welchem großen Trümmerhaufen du gerade stehst, ich bin mir sicher, dass du trotzdem noch genug Geschenke in deinem Leben hast, für die du dankbar bist. Und wenn du das jeden Morgen machst, ist es eine neue emotionale Ausrichtung. Das heißt, du schwingst quasi auf einer neuen Energiefrequenz. Nicht auf der Frequenz von Angst, Traurigkeit, ich bleib alleine, nicht auf dieser, einer verzweifelten Frequenz, sondern auf einer hohen Frequenz. Und die Frequenz der Dankbarkeit. Und unsere Ausrichtung bestimmt letztendlich, wie unser Leben verläuft, wie unser Tag verläuft. Denn das ist ja unser Kurs, die Richtung, in die wir gehen. Wenn wir uns also einmal immer noch auf die Ängste, auf diese Traurigkeit konzentrieren, werden wir auch genau das wieder in unser Leben ziehen. Wenn du dich aber auf die Dankbarkeit konzentrierst, werden genau diese Dinge wieder passieren. Denn du kennst ja diesen Spruch, unsere Gedanken erschaffen letztendlich unsere Realität. Und das ist einfach die Wahrheit. Und deswegen, auch gerade in dieser schwierigen Zeit, prüfe deine Gedanken. Schau, dass du positive, dankbare Gedanken hast. Und damit meine ich nicht, dass du da sitzt und sagst, mein Leben schön, mein Leben schön, mein Leben schön, mein Leben schön, und dir irgendwas einredest, das meine ich damit nicht. Nicht solche positiven Gedanken, sondern wirklich schaust, für welche Dinge bist du heute dankbar. Und dann fang an, wirklich diese Dankbarkeit zu fühlen. Ein schönes Bild aber ist auch, wie du dir vorstellst, wie mit jedem Atemzug, den du nimmst, diese Dankbarkeit sich in deinen ganzen Körper ausbreitet, in jede Zelle geht. Und ich verspreche dir, du wirst, wenn du das jeden Tag wiederholst, Wunder erleben. Wunder in deinem Leben, aber auch besonders in deiner Partnerschaft. So, aber wie kriegst du jetzt dein Ex am Ende zurück? Also, das ist jetzt gar nicht so schlecht, was er da alles predigt. Auch wenn es jetzt so diese typische Motivationsschiene geht, ja, mit diesem Ja, du musst jetzt loslassen, was du ohnehin schon tausendfach im Netz findest. Das ist ja so nichts Neues. Besonders gut allerdings, das mache ich auch, das ist dieser Tipp mit diesem täglichen Neuausrichten. Das stimmt, das ist äußerst wirksam. Also es stimmt auf jeden Fall, gerade in der Anfangszeit von so einer Trennung. Das mache ich selber. Es kann nicht eins zu eins unterschreiben, was er da sagt. Da hat er auf jeden Fall recht. Wenn er oder sie die Richtige ist und du anfangen wirst, mit diesem ganzen Schritt, die ich dir jetzt an die Hand gegeben habe, täglich an dir zu arbeiten, wird es den Moment geben, wo ihr vielleicht wieder zusammenfindet. Wo wieder der Moment kommt, dass ihr vielleicht mal miteinander sprecht. Wo ihr vielleicht doch euch nochmal dafür entscheidet, eine Lösung zu finden. Es doch nochmal zu probieren. Aber dann nicht aus dieser Bedürftigkeit. Nicht aus diesem, oh, ich habe Angst, alleine zu bleiben, also bleibe ich einfach in einer Beziehung, die ich eigentlich sowieso vor ein paar Wochen noch echt Mist fand. Nein, sondern indem du merkst, in mir hat sich was verändert. Ich fühle mich besser, ich fühle mich freier und so kann ich dann in die Beziehung gehen. Was ich dir an der Stelle anbieten möchte, wenn du genau in dieser Situation gerade feststeckst, ist ein kostenloses Beziehungsanalysegespräch mit mir. Das biete ich immer eine Handvoll Menschen an, die sich dafür bewerben können und dann werden wir genau deine Beziehung analysieren. Genau schauen, welche Muster deiner Beziehung waren dafür verantwortlich, dass es überhaupt zu dieser Trennung kam. Und nach diesem Gespräch, ja, wo du einen Schritt-für-Schritt-Plan bekommst, kannst du dich entscheiden, ob du alleine mit diesem Schritt-für-Schritt-Plan weiterarbeitest oder mit mir gemeinsam den Weg gehen möchtest. Ja, alle Infos dazu findest du hier unten in der Infobox und kannst dich dann sehr, sehr gerne dafür bewerben.
So, als letztes will ich dir einfach nur sagen, vergiss eines nicht. Es gibt nicht den einen Menschen. Es gibt nicht diese eine Person, mit der wir glücklich werden oder unglücklich. Es gibt nicht den perfekten Partner. Auch wenn du das jetzt vielleicht alles auf deinen Ex-Partner projizierst und denkst, mit ihm oder mit ihr wäre ich jetzt unendlich glücklich. Nein. Stopp! Einspruch. Hier enden wir jetzt auch mal. Hier machen wir jetzt erst einmal Schluss. Weil, ist hier am Ende jetzt das Ding. Also, habt ihr es gerade gemerkt? Das ist, glaube ich, dieser beknackteste Widerspruch, den ich in meinem ganzen Leben bis zum heutigen Tag je gehört habe. Ich meine, gerade eben am Anfang hat er noch gesagt, es kam aus seinem Mund, nicht aus meinem, gerade eben hat er am Anfang noch gesagt, ich zitiere, wenn er oder sie die Richtige ist und du anfangen wirst mit den ganzen Schritten, die ich dir jetzt in die Hand gegeben habe, täglich zu arbeiten, bla bla bla. Das impliziert ja, dass dein Ex oder die Ex-Partnerin hier der Richtige sein muss. Also, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ihr könnt da unten in die Kommentare schreiben, nee, Mädchen, du irrst dich, weil. Und das argumentieren aber bitte dann auch. Weil ich lerne selber da gerne neu dazu. Also, in meiner Wahrnehmung, so wie ich das jetzt hier verstehe, impliziert das ja, dass der Ex oder die Ex-Sonin ja der Richtige sein muss, damit diese Skills hier, die in diesem Video hier vermittelt werden, ja überhaupt erst greifen. Und das Beste ist, nachdem er hier eher sein kostenloses Erstgespräch hier beworben hat, da revidiert er ja das komplett. Und zwar hiermit, es gibt nicht diesen einen Menschen, ich zitiere, es gibt nicht den perfekten Partner. Das hat er vorher nicht gesagt. Vorher hat er was gesagt mit, ich zitiere erneut, wenn er oder sie die Richtige ist und du anfangen wirst, mit den ganzen Schritten, die ich dir jetzt hier an die Hand gegeben habe, täglich zu arbeiten und so weiter und so fort. Ich meine, das widerspricht sich doch dann komplett, weil die Kernaussage wäre ja dann demfolgend, wie gesagt, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich will niemandem was Falsches in den Mund legen, die Kernaussage wäre ja die, ja du, pass auf, wenn dein Ex die Richtige gewesen ist, dann würden ja meine Schritte ergreifen, wenn du die ja praktisch dann täglich machst. Es kann natürlich aber eigentlich ist es eigentlich Hirnriss, weil den Richtigen gibt es ja überhaupt nicht. Verstehst du, was ich da meine? Damit. Also, es ist schon irgendwie seltsam. Und wenn er jetzt hier als Folge seiner Tipps hier sicherstellen kann, ich meine, das bleibt ja hier am Ende übrig. Alles, was hier in der Abfolge dann am Ende übrig bleibt, das ist dann eben einfach nur ein Vielleicht. Ich meine, vielleicht findet ihr wieder zusammen. Vielleicht kommt dieser Moment, wo ihr hier miteinander sprecht. Vielleicht werdet ihr euch dann wieder entscheiden, eine Lösung zu finden. Habe ich ja alles gesagt. Das sind aber einige vielleicht, Genosse. Und ich meine, hey, als Soldatin oder als Soldat jetzt irgendwo im Kampfgebiet unter schwerem Feuer, die kann mit einem vielleicht gar nichts anfangen. Die brauchen klare Ansagen, diese Leute. Und nicht irgendein vielleicht. Also ich bitte dich, vielleicht kommt ihr ja eines Tages wieder zusammen. Diese ganzen Trostpflaster da, das hörst du ja schon von deinen ganzen Freundinnen, Freunden und Bekannten. Mit einem vielleicht ist niemandem geholfen. Es steht in der Bildzeitung drin, vielleicht. So jung kommen wir nie wieder zusammen. Also ich bitte dich, vielleicht, das kannst du am Arsch nageln. Das bringt gar nichts. Das Interessante ist ja hier auch die Kernaussage hier zum Schluss, wonach diese Persönlichkeitsentwicklung, nur dieses Inner Game, dir vielleicht halt eben diesen Ex wieder hier zurückbringt. Und das stimmt doch überhaupt nicht. Das stimmt doch gar nicht. Was soll denn das? Du brauchst dir hier dieses Game, du brauchst dir dieses Vorgehen, diese Verführungsrhetorik, Game, dieses Spiel, dieses Miteinander-Spiel. Das habt ihr doch am Anfang auch gemacht, als ihr euch die ersten Male gedatet und hast du sie aufgezogen, habt ihr euch, das machen Teenager, machen das, wenn sie in den Jugendzimmern drin sitzen und sie wissen nicht, wie sie den anderen kitzeln sollen, da fangen die auch an zu spielen, küssen sollen, meine ich, und da fangen die auch an hier mit Kitzeln und mit so Blödsinn machen und solche Sachen. Das ist doch alles menschliches Paarungsverhalten hier. Und, hier dann hergehen, das so als Strategie hier zu betrachten. Ich meine, wenn du das hier so nicht machst, diese ganze Übertragung hier, diese Delivery hier nicht bei deinem Ex-Übrig, da hast du hier überhaupt noch nicht einmal eine Chance hier, mit dem Ex hier überhaupt wieder in eine Beziehung zu kommen. Du hast ja noch nicht mal eine Chance, um hier überhaupt Anziehung auch irgendwie attract irgendwie ganz einfach hier zu erzeugen. Ich meine, schon klar, er betrachtet das hier als alles, diese, als Taktik, Strategien, Manipulation. Er dämonisiert dieses natürliche Paarungsverhalten zwischen Mann und Frau, so dieses Paarungsspiel, wie gesagt, dieses Verführungsspiel, und deklariert er ganz geschickt auch mit dem Begriff Verführung, deklariert er in Manipulation. Weil das ist ja verpönt und es klingt auch absolut negativ.
Das machen aber viele im Netz, das ist mir schon aufgefallen. Aber genau das passiert doch da draußen doch ohnehin schon tausendfach und jeden Tag. Ich meine, da sitzt ja auch an der Bushaltestelle und so habe ich übrigens meine Ex kennengelernt. Jetzt nicht sie, sondern meine Ex kennengelernt. Da sitzt du da auch so da. Und die sitzt da gegenüber. Und du denkst dir, boah, Alter, so viele Kurven und ich keine Bremsen. Ja, und du willst dich anschreien, weil die optisch dir total zusagt. Ja, soll man dann nicht hingehen und soll ganz einfach mit der reden. Mal sagen, hey du, wo bist du her? Da müssen wir gerade da drüben aufgefangen. Ich finde echt eine total interessante Frau. Da habe ich mir dann gedacht, ich komme ganz einfach her und sage ganz einfach, hallo, ich bin da mit hin. Was ist denn daran so schlimm? Wenn man sich dem höflich, nett, kurz sagt, was man will, sich vorstellt, ehrlich vor allem dann auch ist. Was ist daran Manipulation? Oder denk auch mal an deine Freundin, an deine frühere Beziehung, wo du sie meistens dann über Social Circle, wo dir dieses Mädel da vorgestellt ist, hast du sie nicht angeschrieben, hast du nicht angerufen, dich gefreut, mit dir geredet, hast du nicht ein paar blöde Witze gerissen, hast du, wo ihr dann ausgegangen seid, hast du sie nicht eingeladen in den Zoo oder zum Essen hier. Warum? Weil du mit ihr eine Partnerschaft wolltest, weil du mit ihr schlafen wolltest, weil du mit ihr oder ihm abends kuscheln wolltest, Fernsehen schauen wolltest, ins Restaurant gehen wolltest. Ach, das ist alles so egoistisch. Ja, hast du dann deinen Ex hinmanipuliert damals oder was? Was ist denn das bitte für eine Scheiße? Also, nur hier Inner Game zu machen und hier Outer Game gar nichts zu tun, also das bringt gar nichts. Das ist so ziemlich dasselbe, als wie wenn du so einen 500 PS starken, knallroten Ferrari hier mit einer mega Auspuffanlage in der Garage drinnen hast und hast allerdings keine Reifen an dem Ding da dran, was diese enorme Kraft hier überhaupt erst auf die Straße hier überträgt. In diesem Sinne.